Ab in die Tonne und weg damit. Hallo, willkommen zu Odysseo. Wir produzieren ungefähr 450 Kilo Müll pro Kopf und Jahr in Deutschland. Dieses Niveau halten wir seit einigen Jahren. Sind halt mal ein paar Kilo mehr, mal ein paar weniger. Allerdings wächst der darin enthaltene Teil von Papier und Verpackungen. Das ist ein Trend, den wir unserem Konsumverhalten zu verdanken haben. Und noch was fällt auf, wenn man sich die Zahlen anschaut. Es landet immer noch eine Menge verwertbares Material in unserem Restmüll, der ja in der Regel einfach verbrannt wird. Darunter sind oft Rohstoffe, die inzwischen viel zu wertvoll geworden sind, um sie einfach zu verfeuern. Nehmen wir noch ein drastischeres Beispiel. Autos. Das sind fahrende Rohstoffspeicher. Da sind Eisen, Edelmetalle, Kunststoffe, selbst Holzprodukte drin. Meine Kollegin Lena Ganschow hat sich mal angeschaut, was davon tatsächlich wiederverwertet wird. Endstation Schrottplatz. Hier im Schredder wird jedes Altauto zu Kleinholz. Übrig bleiben wertvolle Rohstoffe. Zum Beispiel Stahl für neue Autos. Welche Schätze sonst noch in alten Autos zu finden sind, das gucke ich mir heute an und wie man an sie herankommt. Ich fahre zu einem Autoverwerter bei Lahr. Denn bevor Schrottkarren in den Schredder dürfen, ist einiges an Vorarbeit nötig. Hallo Frau Ganschow. Erich Bucher will mir alles zeigen, aber nur im richtigen Outfit. Während ich mich umziehe, wird es plötzlich laut. Die hauseigene Schrottpresse leistet mal wieder ganze Arbeit. Auch ich bin angriffsbereit. Los geht's. Erster Schritt: Trockenlegen. Gemeinsam mit Erich Bucher entferne ich die Gefahrenstoffe aus unserem Auto. Alle Öle, die Bremsflüssigkeit und das Benzin. Auch die Batterie muss raus. Sie wird fast vollständig recycelt. Als nächstes springen wir hier die Airbags und das geht natürlich nur unter fachlicher Anleitung, also nicht zu Hause nachmachen. Okay? Drinnen geht's weiter. Alles, was wir problemlos aus dem Auto entfernen können, kommt raus und wird fürs Recycling gesammelt. Es ist ja doch ganz schön viel Handarbeit, hier das Letzte aus diesem Auto noch rauszuholen. Lohnt sich denn das? Bei einigen Sachen ja, bei anderen Sachen nicht so. Und wenn es zu arbeitsintensiv ist zum Ausbauen, lassen wir es drin und dann wird es nach dem Schredder dann noch aussortiert. Am lukrativsten ist es natürlich, wenn gar nichts gemacht werden muss. So wie bei diesen Autos auf dem Hof. Die sind, wie sie hier stehen, für den Export nach Bosnien und Afrika bestimmt. Für uns Schrott, aber im Ausland begehrt. Damit sind diese Autos aber als Rohstofflieferanten für Deutschland verloren. Ist es denn so, dass die Rohstoffpreise bei uns immer noch so günstig sind, dass sich das Recyclinggeschäft einfach nicht lohnt? Ja, die Rohstoffpreise sind schon hier zu günstig, sonst würden solche Autos nicht ins Ausland gehen und würden recycelt werden. Das wäre auch umweltfreundlicher. Zurück zu unserem Auto. Moment. Vor allem Kunststoffteile gibt es in Fahrzeugen reichlich, egal ob Stoßstange oder Innenausstattung. Tendenz steigend. Kunststofflager. Richtig, das ist unser Kunststofflager. Und hier doch Plastik ist das Sorgenkind der Recyclingbranche. Was macht es denn so schwierig, solche Kunststoffteile zu recyceln? Zum Beispiel lackierte Kunststoffteile wie diese Stoßstange hier, wo Lack dran ist. Oder dass dann Kunststoffgemische sind, die sehr schwierig zu trennen sind beim Recycling. Das könnte die Automobilindustrie ändern, mit Kunststoffen, die besser zu recyceln sind. Zum Schluss holen wir noch alles aus dem Auto raus, was als Ersatzteil wiederverwendet werden kann. Der Rest unserer Schrottkarre wird dann in der Presse in ein handlicheres Format gebracht. So, unser Job ist getan. Das, was jetzt noch von diesem Auto übrig ist, kommt in den Schredder. In einer Schredderanlage bei Heilbronn will ich mir ansehen, was man aus den ausgeschlachteten Karossen noch herausholen kann.
Irgendwo in diesem Berg gepresster Autos steckt auch unseres. Unter fachkundiger Anleitung darf ich alte Karossen in den Schredder laden. Mit einem gewissen Respekt, denn die Kräfte sind enorm. Daher sitzen wir auch hinter Panzerglas. Der Schredder zerhackt jedes Auto in kleine Stücke. Anschließend trennt die Maschine die unterschiedlichen Stoffe. Leichtes Material, wie diese Polster- und Kunststoffreste, wird abgesaugt, in Containern gesammelt und dann in einem Kraftwerk verbrannt. Auch das zählt als Rohstoffverwertung. Aber hauptsächlich werden aus den Autoresten wertvolle Metalle aussortiert. Schätze, die eigentlich im Land bleiben müssten. Sie recyceln jetzt relativ viele Autos hier. Ich habe aber gehört, dass Altautos oftmals auch ins Ausland abwandern. Wäre es für Deutschland als rohstoffarmes Land nicht besser, die Karossen blieben hier? Auf jeden Fall. In Deutschland gibt es ja sehr viel Industrie und vor allem auch Automobilindustrie. Und die verbraucht sehr viele Rohstoffe. Es wäre also unheimlich wichtig, dass wir diese Rohstoffkreisläufe geschlossen halten. Dazu kommt ein neuer Aspekt. Die Autos werden immer komplexer, schwieriger. Denken Sie an Elektrofahrzeuge. Das sind teilweise sehr seltene Stoffe, die da enthalten sind. Also das Recycling wird an Bedeutung zunehmen. Wichtig ist, die Metalle sauber zu trennen. Hier soll nur Stahl ankommen. Aber immer wieder mischen sich solche Reste von Kupferspulen dazwischen. Die müssen dann per Hand aussortiert werden. Diese Handarbeit kostet natürlich, macht den Stahlschrott aber reiner und damit hochwertiger. Eine halbe Tonne Stahl bekommt man im Schnitt aus einem einzigen Schrottauto und kann daraus dann zum Beispiel neue Fahrzeuge bauen. Dazu kommen Aluminium, Messing und Kupfer. Zusammen etwa 70 Kilo. Fazit? Solche Schrottautos kann man fast vollständig wiederverwerten. Allerdings wandern viele Karossen immer noch ins Ausland, weil das schlichtweg das bessere Geschäft ist. Vermutlich aber nur noch so lange, bis Rohstoffe noch knapper und noch teurer werden. Die Verwertungsquote von ungefähr 90%, die täuscht natürlich. Zwar wird der Stahl einer verschrotteten Karosserie fast komplett wiederverwertet, aber der Umkehrschluss, dass ein Neuwagen größtenteils aus recycelten Stoffen besteht, gilt deshalb noch lange nicht.